Hallihallo und guten Abend, liebes Fotovolk, Steffen Böttcher, mein Name. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen Tee eingegossen, lecker Knabbergebäck mit dazugelegt und seid ganz gespannt, was wir heute hier machen. Die nächste Stunde, anderthalb Stunden wird auch für mich wahnsinnig interessant, weil wir haben einen ganz tollen Gast, den Stefan Liebermann. Stefan Liebermann ist international prämierter Landschafts- und Naturfotograf und Laserphysiker. Bin ich mal sehr gespannt, wie es ihn da zur Fotografie gebracht hat. Bevor wir gleich loslegen mit dem Gespräch, möchte ich mit euch noch mal so ein bisschen den Ablauf, euch ein bisschen den Ablauf erklären und ein Team vorstellen, was ich heute hier mitgebracht habe, zu Gast habe, beziehungsweise bin ich der Gast dieses Teams. Das sind meine lieben Kollegen aus Berlin, direkt von Sony. Die schauen hier die ganze Zeit zu. Da sehen wir auch schon die Nicola. Hallo Nicola aus Berlin. Hallo Steffen. Du bist guter Dinge. Du sitzt direkt am Potsdamer Platz gerade? Nee, tatsächlich bin ich im Homeoffice, von daher freue ich mich ganz doll, euch auch jetzt mal zu sehen, weil man ist ja, das ist man ja gar nicht mehr gewohnt, im Büro zu sitzen. Also ich bin tatsächlich in Köln gerade. Nichtsdestotrotz freue ich mich super, dass wir das so möglich machen konnten. Wir wollten das schon länger, hatten das schon länger vor und jetzt können wir es endlich in die Tat umsetzen und sind heute hier sogar mit unserem kompletten Team, also mit Oliver Hagel und dem Sergej, die sich gleich auch noch kurz vorstellen. Und ich freue mich und ich wünsche euch jetzt allen total viel Spaß gleich mit Stefan und Steffen. Das war die Nicola. Nicola gehört zum Pro Support. Das ist ein Team, die kümmern sich um alle Fotografen, die professionell fotografieren. Wir kennen uns jetzt auch schon 3-4 Jahre, glaube ich. Nicola hat da so ein schönes Team aufgebaut mit dem Oliver zusammen, mittlerweile auch dem Sergej. Ich hoffe, wir sehen den Oliver jetzt auch gleich noch. Oliver, bist du da? Genau. Ah, da ist er. Ich bin nicht. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, also wir sind letztendlich das Pro-Team, also das Pro-Support ist, oder der Pro-Support gehört natürlich letztendlich dazu. Wir sind beschäftigt letztendlich damit, Leute, Fotografen dazu zu bringen, vielleicht mit Sony zu fotografieren, dabei zu bleiben. Also wenn ihr Fragen habt, ihr könnt uns jederzeit löchern während der Stunde. Ihr könnt auch Fragen stellen an Stefan. Also wenn er jetzt irgendwas vorstellt, was euch vielleicht nicht klar ist oder wo ihr nochmal eine Nachfrage habt, ihr könnt das alles während des Live-Talks sozusagen heute klären, indem ihr diese F&A-Funktion nutzt. Also unten, wenn ihr auf diese Leiste guckt, findet ihr den Punkt F&A und darüber könnt ihr einfach Fragen stellen heute, die wir dann versuchen im Hintergrund zu beantworten, falls es Fragen sind, die uns betreffen oder die wir direkt beantworten können. Sind es Fragen, die an Stefan gerichtet sind, werden wir Steffen das kurz mitteilen, sodass diese Fragen dann hoffentlich alle innerhalb dieser Stunden geklärt werden können. So, und zu guter Letzt haben wir noch den Sergej. Sergej, bist du auch da? Ja. Hallo zusammen, genau. Ich bin Sergej Diatschenko. Ich bin quasi der Neue im Team, seit Anfang dieses Jahres dabei. Ich wünsche euch vor allem eine lehrreiche und spannende nächste Stunde. Wir, also das Pro-Team quasi, wir ziehen uns jetzt gleich zurück. Wir werden, wie gesagt, schon im Hintergrund die ganzen Fragen beantworten. Von daher übergebe ich jetzt direkt wieder das Wort an den Steffen und wünsche euch viel Spaß. Sehr gut. Ja, ich sehe schon, die ersten Fragen trudeln ein. Wir haben 155 Zuschauer schon. Das finde ich für die allererste Sendung echt schon wahnsinnig beachtlich letztlich. Ich bin ja fast ein bisschen aufgeregt. Wir haben heute zu Gast den lieben Stefan Liebermann. Stefan Liebermann wohnt im wunderschönen Ilmenau, das ist in Thüringen. Und bevor ich jetzt lange erzähle und lange einen langen Terz drum mache, was der alles so macht, würde ich ihn erstmal reinholen. Lieber Stefan, bist du denn auch da und können wir dich sehen? Da ist er. Ja, da ist er. Hallihallo. Aus dem wunderschönen Ilmenau. Du hast gerade eben im Vorgespräch... Ilmenau? Verregnet. 17 Grad, natürlich. Wir haben es hier oben an der Müritz gerade, 27 Grad, die Sonne lacht, es ist blauer Himmel. Da bin ich ja froh, dass ich hier oben wohne. Stefan, bevor ich dich auch gleich... auf jeden Fall hier zu sein. Erstmal, von vornherein. Ich freue mich auch, dass du da bist. Bevor es gleich richtig losgeht und ich dich Löcher in den Bauch frage,
würde ich dich gerne erstmal, oder möchte ich, dass du dich vorstellst und dann, und zwar mit deinem kleinen Video. Du hast ja so einen kleinen Einminüter gemacht, damit wir alle mal so ein bisschen Einblick kriegen, was du eigentlich fotografierst. Magst du uns den mal zeigen? Perfekt. Also zuerst sage ich, ich bin professioneller Astrofotograf, reise um die Welt und versuche die Schönheit der Natur abzubilden. Das ist so mein Ziel. Und ich zeige euch einfach mal einen Trailer, wie ich das eben so mache. War es auch schon wieder. Eine Minute, kurz und knackig und meine Arbeit. Sehr beeindruckend, mein Lieber. Ich habe, was mich am meisten beeindruckt hat bei dir, du bist Laserphysiker. Das ist so eine Sache, die ich in meinem Leben immer schon mal sagen wollte. Ich, wenn das mit der Fotografie bei mir nicht klappt, gehe ich zurück in die Kernphysik. Du arbeitest noch als Laserphysiker oder hast du... Ich war früher Laserphysiker und habe Physik an der TU Ilmenau studiert. Und habe meine Masterarbeit geschrieben, habe mit dem Promotionsstipendium angefangen und es war immer das Gleiche. Und es war im Labor stehen, sitzen und habe dann hinter mir eine Kamera gesehen und habe gedacht, okay, fotografiere ich. Und das hat mich dann einfach so weggeflasht, hat mich einfach so beeindruckt, fasziniert, dass ich dann gewechselt bin. Und jetzt das heißt, du bist jetzt hauptberuflich Fotograf mittlerweile? Genau. Also ich habe eigentlich gar nichts mehr mit der Physik zu tun. Sag mal, was mich noch mehr beeindruckt hat, als das, dass du Laserphysiker bist, bei dir auf der Webseite steht, du fotografierst erst seit 2015 oder bist seit 2015 professionell erst eingestiegen. Okay, steht das so da? Ja. Ich habe gedacht, eigentlich müsste das 2016 sein und weil da habe ich ja eben meine Masterarbeit genau geschrieben und dann habe ich eben die Kamera gesehen, das war... Darf man vielleicht gar nicht hier so nennen, aber es war trotzdem eine Canon 600D, ist jetzt keine Sony-Kamera, aber die stand hinten verstaubt, die hatte schon ein paar Jahre und ihr kennt das ja, wir bekommen eine Kamera geschenkt und was machen wir? Wir machen ein, zwei Fotos zu Weihnachten und dann steht die wieder in der Ecke. Und ich habe gemerkt, irgendwie stimmt was mit meinem Leben nicht, das geht in eine falsche Richtung, ich arbeite nur und habe nach der Arbeit eigentlich gar nichts zu tun. Das heißt, ich hatte kein wirklich krasses Hobby, was mich fasziniert hat. Und dann habe ich eben die Kamera gesehen, habe angefangen und dann habe ich das Hobby zum Beruf gemacht. So Wahnsinn. Was mich, also ich bin, du merkst schon von einem Satz zum anderen immer mehr beeindruckt, weil da, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, dass du das jetzt erst seit 5 Jahren ungefähr machst, wenn ich mir so deine Landschaftsfotos, ich habe ja auf dem Nebenbildschirm mal deine Landschaftsfotos auf. Okay. Du hast dich jetzt eben als Astrofotograf bezeichnet. Da bin ich ja schon, als ich die Fotos gesehen habe, gedacht, wow, sieht das geil aus. Und dann kommt man auf die Landschaftsfotos und dann denkt man, oh, die sind aber auch richtig geil. Also das hast du dir alles in den letzten 5 Jahren irgendwie beigebracht? Ja, genau. Also ich würde sagen, einfach ein Studium bildet die Grundlage, sich schnell Wissen anzueignen. Deshalb habe ich nur studiert. Nicht unbedingt, es ist egal, was man studiert. Es ist nur wichtig, dass man studiert hat, um zu wissen, wie man lernt, wie man schnell Wissen und sich gut eigenständig Wissen aneignet. Und das hat gut geklappt. Du hast, also zumindest muss ich sagen, jedes Gestaltungsprinzip in der Landschaftsfotografie, auch in der Astrofotografie, eingesogen offenbar, weil da stimmt alles an den Fotos. Also wenn ich mir die so angucke, ich bin ja immer gerne so ein Fotosezierer, wir gehen nachher auch mal ein paar Fotos durch, aber wenn ich mir die so angucke, dann denke ich, der macht nichts falsch. Was ist denn da passiert? Also das ist da gibt es schon viele Fehler, aber
so auf den ersten Blick sieht das schon ganz gut aus. Hast du denn irgendwelche Workshops besucht oder YouTube-Videos oder gibt es irgendeinen Tipp, wie man in so kurzer Zeit so schnell vorwärts kommt? Workshops habe ich nicht besucht, weil ich immer ein bisschen Geldmangel habe und alles, also Studentenleben. Hm. Und YouTube-Videos habe ich eigentlich auch gar nicht so viel geschaut, weil mir das, ich lerne nur durch das Selbstmachen. Das heißt, ich habe mir einfach Gedanken gemacht, was kann die Kamera, was haben wir für Optionen bei der Kamera und dann ging es los. Und wie macht man ein Panorama? Also ich habe und auch die Bearbeitung habe ich mir einfach selbst zusammen gefriemelt, selbst zusammen gedacht und habe dann damit begonnen. Also für mich ist wirklich das Interessante, was zu lernen und neues Wissen aufzusaugen, so würde ich das sagen. Wenn ich alles könnte, jetzt wieder in dieser Fotografie, in der Astrofotografie, dann würde ich wieder aufhören mit der Astrofotografie, weil es für mich dann langweilig ist. Also für mich ist, meine Faszination ist zu lernen, einfach egal was. Das heißt, ich kann auch vorstellen, dass ich in 5 Jahren irgendein Videograf bin, kein Fotograf mehr. Irgendwas, was passiert. Oder Astronaut oder sowas, aber nee, Astronaut geht ja nicht mit Brille, aber irgend sowas, was gerade interessant ist. Ja, wenn ich da so ein bisschen rumstöbere, dann sehe ich auch, dass du, es gibt eigentlich irgendein Land, in dem du nicht warst. Also offenbar hast du auch die letzten Jahre damit verbracht, irgendwie um die Welt zu reisen. Was war denn, wo würdest du sagen, wo gibt es denn die schönsten Motive? Na, also wo kann ich denn jetzt astrofotografisch, in der Landschaftsfotografie, gibt es da ein Land, wo du sagst, da ist die Ausbeute besonders groß? Hast du da einen Tipp? Okay, also Astrofotografie kann man erstmal einteilen in viele verschiedene Motive. Wenn man jetzt in Richtung Nordlichter geht, beispielsweise, dann ist natürlich der Norden ganz gut. Kanada, Norwegen, Lofoten, Island. Sowas sind sehr schöne Locations, aber ich habe immer das Problem, dass ich einfach Kälte nicht ganz so mag. Also ich finde das gar nicht so cool, in der Kälte nachts draußen zu stehen. Muss man machen, ist auch ein cooler Anblick, aber dieses Warme, diese Sterne, die sieht man in der Nähe vom Äquator oder eben auf der südlichen Halbkugel. Und dann fällt mir sofort ein Australien oder der absolute Oberhammer Namibia. Also Namibia war so mit mein erstes Land und ich bin wirklich ohne Erwartung hingefahren, ohne Reiseführer, ohne irgendwas wirklich über dieses Land zu wissen. Und ich glaube, ich habe eine Woche davor gebucht und dann bin ich spontan einfach losgeflogen mit einem Kollegen und es war ein totaler Mindblow. Also dieses Land hat mich fasziniert. Erzähl mir da mal mehr von Namibia, weil ich höre da ganz viele Leute schwärmen von dem Land. Du hast jetzt Landschafts- und Astrofotografie. Ist beides in dem Land gut und möglich oder sagst du, Namibia ist mehr Landschaft, weniger Sternhimmel oder wie? Definitiv beides. Also Landschaft überall, einfach wirklich überall. Also ich liebe das. Ich weiß nicht, ein bisschen ist die Kultur ja so hingegangen, wir sehen ein Bild auf Instagram und dann fahren wir dahin und dann machen wir das. Und ich fand das da cool, du fährst zu einer Landschaft und auf einmal suchst du dir dein eigenes Motiv, suchst du dir und komponierst selbst. Und das ist halt eigentlich das, was das Fotografieren ausmacht für mich. Also dieses Selbstsuchen und das war einfach so noch so unberührt. Du hattest nicht, vergleich mal jetzt Praxer Wildsee zum Beispiel, der Praxer Wildsee in den Dolomiten, da sind tausende Menschen, das macht gar keinen Spaß mehr, wie viele da fotografieren. Dann machen sie ihre Instagram-Fotos mit den Menschen davor, mit den roten Jacken etc. Und in Namibia ist das gar nicht. Du bist einfach auf einen Spot, auf einer Landschaft und du siehst keinen Menschen da. Und das liebe ich. Also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt auf dieser Reise einen anderen Fotografen gesehen habe. Und das ist ganz schön. Ja, du hast jetzt, oder was mich persönlich interessiert ist, du hattest bestimmt ja, ich meine, du musst dir ja schon andere Landschaftsfotos mal angesehen haben oder andere Astrofotografen. Gibt es da bestimmte Insta-Channels oder Webseiten oder Fotografen, wo du sagst, da habe ich mir eine Menge zumindest gestalterisch abgeguckt? Wer hat mich zuerst beeinflusst? Michael Shainblum, das ist so ein amerikanischer Fotograf. Das habe ich einfach während meiner, man kennt ja so Videos etc., habe ich während meiner Masterarbeit angeschaut und war einfach total geflasht und habe mich gefragt, wie geht das? Und das will ich auch können. Das war für mich der erste bekannte Fotograf, der mich fasziniert hat. Und dann gibt es viele andere. Was hat mich fasziniert, warum ich um die Welt reisen will? Das war Robin Köhler. Das ist ein guter Freund von mir. Und ich habe einfach gesehen, okay, ich sitze hier in meinem Labor und dieser Mensch, der Robin, der reist um die Welt und sieht alles und fotografiert alles. Und das hat mich extrem fasziniert, einfach
auch loszugehen. Und in meiner weiteren Laufbahn kommen dann so Fotografen wie Daniel Cordan oder Nicolas Römmelt, die mich einfach von ihrem Stil sehr beeinflusst und beeindruckt haben. Das heißt, du siehst dann, also so mache ich es ja letztlich auch, du hast dann ein Insta-Feed oder so ein paar Lesezeichen und dann guckst du immer mal drauf, das inspiriert dich und dann versuchst du natürlich so ein bisschen die Gestaltungsprinzipien abzukopieren oder abzuschauen. Ist das richtig? So ein bisschen, aber mein Insta-Feed irgendwie, da gibt es gar nicht so viele Landschaftsfotos, das ist irgendwie voll mit Tierfotos von Hundewelpen und von anderen Sachen. Ich weiß nicht, wie sich das ergibt, wie sich das aufbaut, dieser Insta-Feed, aber vielleicht von 10 Fotos ist eins ein Landschaftsfoto. Mhm. Das heißt, da hat sich irgendwas verbaut. Was mich gerade jetzt durch in der Corona-Zeit haben wir als Fotografen natürlich alle uns überlegt, wie geht's weiter? Ist der Fotografenberuf überhaupt noch irgendwie relevant? Weil, also ich fotografiere Veranstaltungen, Konferenzen und sowas, das hat sich erstmal erledigt. Richtig. Hochzeiten auch. Aber der Ludwig, der fragt, was mir die ganze Zeit irgendwie durch den Kopf geht. Wie lässt sich denn durch Astrofotografie Geld verdienen? Ich meine, die Reisen kosten Geld, du musst von irgendwas leben, jetzt hast du schon gesagt, du hast eine kleine Studentenbude, aber auch die kostet Geld und du musst ja irgendwie dir dein Equipment finanzieren, du musst irgendwie im Supermarkt dir mal auch einen Kaffee und ein Brötchen holen. Genau, am Anfang hatte ich nur Equipment von Freunden, das heißt, ich hatte nie selbst Sachen besessen, wo ich am Anfang Fotos gemacht habe, außer vielleicht die Kamera, aber sonst viele Freunde, also ihr braucht soziale Kompetenz, ihr braucht Freunde, das finde ich sehr, sehr wichtig und dann habe ich trotzdem nebenbei als Physiker gearbeitet. Was hat mich fasziniert als Physiker? Ich konnte das Praktikum dieser Physikstudenten hier studieren und ich fand das interessant oder ich fand das schön, die Faszination für Physik in andere Menschen ein bisschen hineinzurufen und zu wecken, dass Physik eigentlich cool ist, weil was macht die Schule? Die schafft das irgendwie, Physik nicht schmackhaft zu machen. Das heißt, die Schule schafft das irgendwie, Physik so in die Richtung zu bringen, oh nein, ich hasse Physik, weil es nur Mathe ist. Aber Physik ist einfach toll. Das heißt, ihr könnt mit Physik die Natur verstehen, ihr könnt die Welt verstehen komplett. Und das wollte ich den Menschen ein bisschen erklären. Und damit habe ich mein Geld verdient. Und so konnte ich mir immer wieder ein paar Reisen zusammenstottern. Und was habe ich noch gemacht? Fotowettbewerbe mitgemacht, da Geld verdient. Dann da kann man Geld verdienen, also richtig, da kann man Geld abgeholt. Ich meine, wenn man so ein Jahr fotografiert, kann man sich immer ein paar Preisgelder holen. Ja, genau. So wird das gemacht und dann eben zusammenarbeiten mit zum Beispiel mit Astrofotografiefirmen etc. Und gemeinsame Projekte. Also wichtig ist eben, dass man auch ein Team hat, dass man Menschen hat, die einen unterstützen, auch vielleicht nicht unbedingt finanziell, aber eben auch tatkräftig. Das heißt, man hat jemanden, der gut Auto fahren kann durch Namibia. Man hat jemanden, der vielleicht besser die Kamera bedienen kann. Also das Wichtigste am Erfolg ist, dass man nicht ein Einzelgänger ist, sondern einfach mit anderen Menschen zusammenarbeitet, die auch die Faszination teilen. Ja, Stefan, lass uns mal ruhig ein paar Bilder von dir angucken und mal ein bisschen drüber schwatzen, wie die entstanden sind. Weil ich glaube, das ist eine Sache, die wirklich auch ganz viele Leute interessiert. Mich natürlich sowieso. Ich bin jetzt kein Landschaftsfotograf, aber ich mache das auch gerne. Also ich war jetzt auch gerade in Australien, bin viel in Schottland gewesen, auch in diversen Wüsten unterwegs. Habe aber ehrlicherweise, bin ich ein bisschen zu ungeduldig und habe die Ruhe nicht. Zeig uns doch mal eins deiner vielleicht ersten Fotos, auf die du heute noch stolz bist, wo du sagst, das habe ich ganz am Anfang mal gemacht und bis heute gucke ich es mir an und das ist eins meiner Lieblingsfotos. Kann ich gerne machen. Ich gebe kurz meinen Bildschirm frei. Mhm. Ihr müsstet es gleich sehen. Fange hier einfach an. Mhm. Was war mein erstes Bild? Was hat mich am meisten fasziniert? Das ist dieses Bild. Natürlich auch Nachtfotografie. Wie lange habe ich fotografiert? Davor eine Woche. Das ist auch interessant. Also ich habe eine Woche davor angefangen mit Fotografie und dann habe ich dieses Bild geschossen. Das zeigt die Nelson Mandela Brücke in Ilmenau. Und in Ilmenau, meine Studentenstadt. Und ich fand das einfach so faszinierend, eben diesen Progress zu sehen. Das heißt, am Tag davor war ich mit Freunden grillen und wir waren einfach grillen, haben ein Bierchen getrunken, ganz easy, Studentenleben. Und auf einmal hab ich gesehen, dass Blitze, dass ein Gewitter aufkommt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe ja eine Kamera, ich habe ein kleines Stativ, das war so ein 5-Euro-Stativ, so ein ganz, ganz kleines, was ganz unten ist. Habe die Kamera aufgebaut und habe dann an den Tag davor trainiert, wie ich Blitze fotografiere. Und dann das hast du immer genau den Moment abgepasst, wo das blitzt und hast du ganz schnell drauf gedrückt, ne, auf den Auslöser.
Ich habe ein Intervallometer gestartet. Das heißt, ein Intervallometer. Das heißt, mit in bestimmten Zeiten, zu bestimmten Zeitpunkten wieder eine bestimmte Belichtung zu machen. Das heißt, ich habe die Kamera aufgestellt und die hat hier in dem Fall, ich glaube, das war ISO 800, eine Sekunde Belichtungszeit und die hat dann jede Sekunde ein Foto gemacht mit einer Sekunde Belichtungszeit. Und dann hatte ich da eben zu dieser Zeit 1000 Fotos, beispielsweise für 1000 Sekunden. Mhm. Und dann war eben ein Foto dabei, wo die Blitze gepasst haben. Mhm. Und ich fand diesen Progress cool. Am Anfang die Technik lernen, am Tag davor beispielsweise, und dann der nächste Tag Motivsuche. Und dann komponieren und dann wirklich ein klasse Bild machen. Das liebe ich eben. Das heißt, ihr müsst zuerst immer die Technik verstehen und wissen. Und nachdem ihr etwas verstanden habt, dann könnt ihr wirklich erstmal Kunst kreieren oder Fotos machen. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ja, lass uns mal weitergehen. Du warst ja dann, hast du ja eben erzählt, relativ zügig in Namibia irgendwann. War das auch am Anfang deiner Karriere? Das war 2018. Also ich würd sagen, das war relativ am Anfang, ja. Ja, das Foto finde ich faszinierend, weil das habe ich auf deiner Webseite gesehen als 360 Grad. Kann das sein? Genau, das gibt es auch als 360 Grad. Das können wir uns auch gern zusammen anschauen. Das hat unglaublich Spaß gemacht, mit der Maus da reinzufahren und im Kreis sich zu drehen und so. Was hast du da, das ist ja quasi ein Panoramafoto, das ist entstanden aus wie vielen Einzelaufnahmen? Das sieht man hier. Ich glaube, wie viele sind denn das? 3, 6, 12 Aufnahmen. Und ihr seht, viele meiner Aufnahmen sind Panoramen. Und ihr bekommt das gar nicht hin mit einer Aufnahme, diese ganze Szenerie, diesen Milchstraßenbogen aufzunehmen. Das heißt, ich mache eine Reihe für den Himmel und die nächste Reihe unten nochmal, um ein bisschen den Vordergrund rauszubringen, weil mir dieses Panorama-Format nicht gefällt. Deshalb mache ich dann einfach ein mehrreihiges Pano. Aber wenn du dieses mehrreihige Panorama machst, da reden wir ja schon über längere Verschlusszeiten, richtig? Genau, also die Verschlusszeit war hier, eine halbe Minute bei ISO 5000. Und wenn ich jetzt eine halbe Minute pro Foto brauche, dann dreht sich doch aber schon die Erdkugel und dann ist doch eigentlich, stimmt doch dann quasi die Verhältnisse. Musst du dann in Photoshop quasi das immer dann freistempeln? Nö, das könnte man, wenn man extrem viel Langeweile hat, aber wenn man sehr weitwinklig fotografiert, in Richtung 14 mm, sowas, auf Vollformat, dann sieht das noch okay aus für eine halbe Minute. Ist das auch der Grund, warum du ins Vollformat gegangen bist? Einfach weil du im Weitwinkelbereich extrem weit kommst auch und der Dynamikumfang oder was ist der Grund dafür? Genau, natürlich der Weitwinkelbereich und das Wichtigste, da kommt halt ein bisschen Physik wieder ins Spiel. Wir haben einfach einen größeren Sensor und der größere Sensor kann mehr Photonen einfangen als ein APS-C-Sensor. Und dann ist es natürlich noch wichtig, relativ wenig Pixel zu nehmen. Nicht zu wenig, weil dann die Auflösung schlecht ist, aber relativ wenig, weil dann die Pixelfläche größer ist von jedem einzelnen Pixel, weil die Sensorgröße gleich bleibt. Und wenn die Pixelfläche größer ist, dann fängt jeder Pixel mehr Photonen, mehr Lichtteilchen auf. Also, und dadurch haben wir weniger Rauschen. Also wir haben nicht weniger Rauschen, wir haben mehr Signal. Ja. Also mit anderen Worten, jetzt in dem Falle nicht zwingend so eine A7 R4, also mit 65 Megapixeln, sondern eher sowas wie eine A7 III mit 24 Megapixel. Genau. Oder eine A7S oder eine A7S II. Ja. Welche Kamera war das jetzt hier? Das war eine A7S. Okay. Und das sind auch die Rohaufnahmen. Man sieht, dass da eben viel Arbeit in den Rohaufnahmen steht und dann ist halt auch viel Arbeit in Photoshop. Geh nochmal bitte zurück in das fertige Foto. Hier kam nämlich auch eine Frage, die mich auch interessiert hat. Und zwar, zu welcher Jahreszeit kann man denn in Namibia am besten fotografieren? Gibt es da eine bestimmte Jahreszeit oder ist das durchgängig? Ihr habt in Namibia die Regenzeit. Das ist ein bisschen das Problem. März, dieses Foto ist im März entstanden und März ist oft keine Regenzeit mehr. Das heißt, ihr habt oft einen sternklaren Himmel, aber es kann passieren, dass im März trotzdem noch die Regenzeit ist. Sicherer ist April oder wenn ihr eben dann in die andere Richtung auf Nummer sicher gehen wollt, dann September, eben ungefähr so ein halbes Jahr danach. Hattest das heißt, du da nicht Angst, gerade in Namibia, auch mal dass dir irgendein Tier entgegenkommt, was dich nicht leiden kann oder so? Das war auf jeden Fall krass, ja. Gab es da und hier, gerade auch auf den Bäumen,
Ihr seht es ja, es sieht so hell aus, aber wirklich während der Nacht war das stockdunkel. Das heißt, man hat gar nichts gesehen. Und auf den Bäumen, standen oder saßen Vögel. Und die hat man vorher nicht gesehen. Und als man sich genähert hat, sind die Vögel losgeflogen beispielsweise. Und das war ein Riesenschock. Das heißt, da hat man extrem Angst und denkt, was passiert gerade? Mhm. Ganz einfach. Ja, jetzt kam hier auch die Frage, wie du dieses 360-Grad-Panorama genau machst. Das heißt, du hast ein 1424 oder sowas oder ein 1635 drauf, richtig? Ja, 14 mm habe ich drauf. Also das ist mit den Sigma 14 mm entstanden, weil Sony zurzeit kein 14 mm baut, was so offenblendig ist. Deshalb muss ich notgedrungen dieses Sigma nehmen, was auch eine Hammerlinse ist, aber ich wünsche es mir natürlich, dass Sony auch in dem Bereich vordringt. Das heißt, du hast das 14er drauf mit der A7S und machst dann so frei Schnauze einfach einmal im Kreis oder guckst du dann in der Nacht irgendwie nach den Gradzahlen auf dem Stativ oder wie läuft das? Machst du das? Genau, ihr seht das ja hier. Erstmal einen Kugelkopf kann ich euch empfehlen, die Kamera vertikal nehmen und was benutze ich, um die Sterne zu fokussieren? Da benutze ich den genialen Live View von Sony, dass man eben bei einem bestimmten Bildschirmprofil, eben auch auf ISO 3200, auf ISO 6400 den Live View sehen kann, auf diesen ISO-Werten. Und dann seht ihr auch die Sterne und die Milchstraße im Live View und könnt scharf stellen. Ohne Probleme, könnt ranzoomen. Und das benutze ich für die Scharfstellung. Und dann drehe ich mich einfach im Kreis, wenn ich jetzt Und bei welcher Blende hast du das fotografiert? Das ist bei 1.8. Also ich bin ein Fan davon. Es gibt Fotografen, die ein bisschen abblenden, weil sie dann weniger Chroma haben, weniger Vignettierung, weniger chromatische Aberration. Aber ich bin so ein Fan, wenn man Lust hat, kann man Chroma, kann man Vignettierung im Nachhinein mit Photoshop bei viel Langeweile entfernen. Mhm. Aber Licht, was man verschenkt hat, das kommt nie wieder rein in die Kamera. Das heißt, wir müssen die Kamera so weit offenblendig wie möglich machen, damit wir dieses Licht einfangen. Ganz einfach. Und das ist mein Grundsatz. Wie berechnest du denn da die Belichtungszeit genau? Also hast du da so ein Nacht-Astro-Belichtungsmesser oder wie läuft das? Eigentlich über die Erfahrung. Es gibt so empirische Regeln. Da kann man eben 500 durch die Blendenzahl teilen und dann hat man ungefähr die maximale Belichtungszeit. Sprich, wenn man jetzt 500 hat und mit 25 mm fotografiert, hätte man als maximale Belichtungszeit 20 Sekunden. Und dann kann man ungefähr sagen, okay, 20 Sekunden belichte ich und dann sind die Sterne relativ scharf noch. Ja. Also immer relativ. Aber das Wichtigste ist einfach testen, probieren und empirische Daten für sich selbst sammeln und die sich merken. Hier kamen gerade zwei, drei Nachfragen. Es war wohl für einige zu schnell, das Fokussieren in der Nacht. Also nimmst du da den manuellen Fokus und kontrollierst über Live View oder? Genau. So hätte ich es jetzt mir auch gedacht. Genau, richtig. Ja, beeindruckend. Und wie geht es dann weiter? Du hast dann diese 16 Einzelaufnahmen, die klebst du dann in Lightroom zusammen? Ich benutze Lightroom zum Anfang, weil das einfachste Programm ist, um Panorama zu stitchen, aber oft klappt das nicht und dann benutze ich PTGUI, andere Software. Und was liebe ich an dieser Software? Ihr könnt alles manuell machen. Das heißt, Lightroom automatisiert, wenn ihr ein falsches Ergebnis habt, könnt ihr leider nichts daran machen. Das heißt, ihr kommt nicht in die Automatisierung, ihr kommt nicht in den Prozess und das war es dann einfach. Das heißt, das Bild ist kaputt, verschenkt. Und in PTGUI könnt ihr die Panoramen so zusammenstecken, stitchen, wie ihr wollt. Da kannst du so Kontrollpunkte setzen inzwischen zwei Bildern. Ich habe das früher auch gemacht. Also das ist sehr cool. Sag mal, ganz kleine Nachfrage noch. Das Stativ, hast du da einen super Carbon-Abenteuer-Laser, Laserphysiker-Stativ genommen? Oder braucht man einen Panoramakopf oder so? Oder sagst du, ach komm, alles Käse? Erstmal ist das in der Wüste, erstmal ist es auch noch relativ warm. Ihr müsst das alles schleppen. Deshalb ist das ein ganz einfacher Kugelkopf und ein ganz einfaches Stativ hier gewesen. Das heißt, ein Alu-Stativ, kein Carbon unbedingt, weil auch in der Wüste gibt es Wind. Da geht auch ein Windchen. Und wenn ihr ein super leichtes Stativ habt und über eine halbe Minute belichtet, kann der Wind
das Stativ zum Wackeln bringen. Das heißt, das leichteste Stativ ist eben nicht das Beste, aber ihr müsst eben händeln, was könnt ihr tragen, weil man läuft eben auch da hoch. Ich glaube, links seht ihr hier bei diesem Bild, ich glaube, ich kann das nochmal machen, ich glaube, das ist mit die zweithöchste Düne der Welt, irgendwie über 150 Meter hoch und das. Und davor sind wir auch in der Nacht immer da hochgelaufen. Und wenn ihr die Dünen öfters hochlauft mit euren Kameragear, dann wisst ihr, was ihr gemacht habt. Das können viele vielleicht auch schon, haben das auch aus ihrer eigenen Erfahrung schon erlebt. Ja, zeig uns noch mal mehr Fotos. Ich bin ganz gespannt. Erzähl mal, das ist beeindruckend. Das sieht man bei dir auf der Webseite, stefanliebermann.de. Gibt es ein schönes 360-Grad-Fotospielerei? Das macht unglaublich Spaß. Ich kann das gerne zeigen, jetzt noch, aber ich denke mal, das würde den Zeitraum also können die Leute. Ich will lieber mehr Fotos sehen, weil ich habe hier parallel deine Webseite auf und denke, oh, wie hat er das gemacht, wie hat er das gemacht? Also, das ist das Ähnliche. Das finde ich auch unfassbar. Und, wo ist das, auch Namibia? Namibia und nennt sich Köcherbaumwald. Das ist gar nicht so weit weg von Windhoek, der Hauptstadt. Fährt man einfach in Richtung Süden und dann ist das genau das gleiche Spiel wie hier, wie dieses Foto mit den zwei Reihen, habe ich das auch hier gemacht. Genau das gleiche, also das gleiche Handwerk. Und was ihr da unten rechts seht, was hier wie eine Sonne aussieht, das riesen Überbelichtete ist einfach die Stadt Keetmanshoop. Und die was? Keetmanshoop heißt diese Stadt. Das ist so eine kleine City. Ach, das ist gar nicht eine aufgehende Sonne. Das ist, wenn die Sonne so aufgehen würde, würdet ihr nie die Milchstraße so sehen. Okay. Das heißt, das ist cool und ich habe auch zu jedem Bild immer eine Story. Ich hätte auch noch hier tausende Stories zu dem Bild vorher erzählen können. Hier fand ich das interessant. Ihr seht vielleicht unten bei den Steinen so weiße Flecken, auch so dunkle Flecken. Und ich fand das auch scary, richtig angsteinflößend. Wenn es dunkel geworden ist, sind sofort so biberartige Gestalten rausgekommen. Und ganz, ganz viele. Die nennen sich Dachse. Weiß nicht genau den Namen, aber irgendeine Dachsart. Und da sind, glaube ich, bestimmt 100, 500 Dachse rausgekommen für 2 Minuten. Und diese Dachse haben den ganzen Vordergrund zugeschissen. Und die haben dann 2 Minuten, die haben 2 Minuten hier sich komplett entleert und dann sind sie wieder in die Höhle gegangen. Und dann war die ganze Nacht Stille. Das heißt, die gehen immer nach der Sonne kacken. Und das fand ich interessant einfach. Und wenn du da wirklich nachts stehst und du siehst nichts und da kommen so viele Dachse, dann ist das übelst komisch. Aber genial auch, weil das bleibt dir immer in Erinnerung. Hier kommt gerade noch eine Frage zum Nodalpunktadapter. Habe ich früher auch mal drüber nachgedacht. Nodalpunktadapter braucht man nicht, wenn das Objekt nicht innerhalb von, ich glaube, 2-3 Metern ist oder sowas. Ne? Der erste Baum, der scheint ja auch ein bisschen weiter weg zu sein. Genau, ihr seht das auch noch ein bisschen links. Ist das schon verzogen, weil ich ohne Nodalpunktadapter fotografiert habe, aber ich stehe da ein bisschen drüber und sage, okay, that's it, it's landscape und es ist jetzt keine Innenraumarchitekturfotografie, wo ich das unbedingt brauche. Mach mal bitte weiter und während du weiterschaltest, mal eine Frage, läuft denn bei dir der Shop, also wird da bestellt bei dir für, du hast ja so einen schönen Druckshop, wo man Prints bestellen kann auch. Läuft schon ganz gut, also ich habe immer Bestellungen, die reinkommen, aber das ist eher eine Spielerei. Das heißt, ich mag das, meine Kunst zu verkaufen. Ich finde das cool, diesen Gedanken, aber es reicht lange nicht fürs Leben. Wo kommt das Geld rein? Es kommt durch Fototouren, die man gemeinsam macht und gemeinsam auf Safari geht. Das ist eine Sache, die ich bei dir auch gesehen habe. Du bietest Fototouren an. Unglaublich spannend, weil ich habe das ja auch gemacht eine ganze Weile. Jetzt im Moment sind wir beide ganz schön gehandicapt. Aber du bietest an Namibia, Lofoten, stelle ich mir auch unglaublich interessant vor. Dann hast du so ein, im Moment aber das Online-Seminar, wie man das Ganze fotografiert, also Astropanoram, das wäre dann so ein Boom-Meeting. Wie jetzt so wahrscheinlich, ne? Genau das Gleiche. Nur ein bisschen natürlich mehr ins Detail gehend und wirklich in die Bearbeitung reingehen. Das heißt, hier ist es ja ein bisschen Bildchen schauen und darüber reden. Also das geht heißt schon also, mehr rein. Wenn jemand von unseren Zuschauern jetzt wirklich noch tiefer gehendes Interesse hat, der soll dich einfach anschreiben, der kann dann, der kann sich dann einfach... Genau, da gibt es 4 Stunden geballte Theorie auf die Ohren. Und nach den 4 Stunden wollt ihr wahrscheinlich gar nichts mehr wissen über Programme, weil ihr so einen Stack Overflow habt. Ja, das spreche ich euch. Sag mal, du hast vorhin gesagt, so die ersten Aufnahmen, das war so eine A7S. Hast du mittlerweile gewechselt? Bist du zum anderen Modell gewechselt? Genau, das Bild, was ihr gerade seht, ist mit einer A7 III.
entstanden. Ganz einfach, neuere Generation, mehr Megapixel und weniger Rauschen durch eine höhere Quanteneffizienz im Vergleich zur A7S. Mhm. Und deshalb ist das gerade so meine Kamera der Wahl geworden. Ist denn die A7 III, ich habe selber keine, weil ich bei mir alles mit einer Alpha 9 1 und Mark II mache, aber ich habe gehört, dass der Dynamikumfang und die Farbwiedergabe bei der A7 Mark III ziemlich geil sein soll. Ja. Also im Vergleich jetzt zur A7S, ist der besser? Ja, ist auf jeden Fall nochmal eine Nummer höher. Okay. Und die A7 R4 hatte ich auf den Lofoten und ich fand die sehr beeindruckend. Für Landschaftsfotografie, die hohe Auflösung, ich glaube über 50 Megapixel und dieser Dynamikumfang auch unfassbar gut. Ja. Fand ich genial, diese Kamera, aber ich fand es extrem schwierig, beispielsweise Nordlichter oder Nachtfotografie mit so vielen Megapixeln zu machen, weil doch das Rauschen dann immer schon noch da ist, weil das einfach physikalisch bauartbedingt ist. Ja. Ich hatte die A7 R4 mit in Tokio und ich muss ehrlich sagen, dass die mich auch unfassbar beeindruckt hat. Also gerade für mich jetzt als Reportagefotograf die Möglichkeit zu wechseln zwischen APS-C und Vollformat, ne? Weil ich habe ja dadurch quasi eine Brennweitenverlängerung. Das fand ich extrem spannend. Also selbst wenn du da in den APS-C-Mode gehst, hast du ja immer noch 24 Megapixel oder 21 oder irgendwas in dem Dreh. Ne? Perfekt, ja. Das Einzige, das ist dir bestimmt auch so gegangen, wenn du viele Bilder knippst, dass dann einfach deine SD-Karte einfach überrannt wird. Ja. Weil ich glaube, was ist unkomprimiert und alles 150 MB, ein Foto, ein RAW-Foto und wenn du da 10 oder 20 Fotos auf einmal knippst, in sofort Shutter-Mode, dann schreibt die schon mal ein bisschen. Ja. Aber die A7 R4, die hat eine unglaubliche Performance. Also da war ich beeindruckt, was die doch irgendwie in Serie an Fotos schafft. Also das kannte ich vorher bei der A7 R3 überhaupt nicht. Da hast du natürlich schon gerade durch die hohe Auflösung, konntest du nicht mal eben so durchrattern. Das kannst du bei der A7 R4 machen. Die hat einen ziemlich guten Puffer gehabt und da konntest du wirklich eine ganze Salve an Fotos machen. Erzähl mal was zu dem Foto, was du jetzt hast. Das hast du jetzt gemacht mit einer A7 Mark III. Genau, das ist, sagen wir, das ist schon ein Level weiter als dieses Foto. Das sind ganz einfache Aufnahmen und hier hat man beispielsweise die Milchstraße, das ist, in Jordanien ist das aufgenommen worden, da hat man die Milchstraße mit einer Sternnachführung getrackt. Das heißt, man hat ein Device, man hat ein Gerät, was unseren Sternhimmel folgt. Das heißt, wir können hier, ich glaube, das waren 4 Minuten ungefähr Belichtungszeit, wir können 4 Minuten belichten und die Sterne sind scharf. Natürlich ist dann der Vordergrund unscharf. Ja. Was ärgerlich ist. Das heißt, wir brauchen eine extra Aufnahme für den Vordergrund und dann fügen wir das im Photoshop zusammen. Dann habe ich hier diese Aufnahme gemacht für den Vordergrund. Die habe ich in der blauen Stunde nach Sonnenuntergang gemacht. Das heißt, ich mache diese Aufnahme für den Vordergrund nach Sonnenuntergang und warte dann in diesem Gebiet, in dieser Region wieder und mache dann das nächste Foto genau hier von der Milchstraße in 1-2 Stunden später. Und dann stacke ich die zusammen. Deshalb habt ihr auch diesen Detailreichtum und genau und dieses wenige Rauschen im Vordergrund. Gib mir nochmal den Namen. Wie heißt das Gerät? Star Tracker. Sternennachführung. Das ist so ein Aufsatz für Stativ? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, ganz einfach. Stativ, dann anstatt des Kugelkopfes den Star Tracker dran. Dann Kugelkopf, dann Kamera. Und dann müsst ihr den Star Tracker, die Sternnachführung, müsst ihr auf der Nordhalbkugel in Richtung Polarstern justieren. Und ungefähr, also dieses Rotationszentrum ist nur Zufall, dass das auf dem Polarstern liegt. Das liegt ganz knapp daneben und in der Südhalbkugel habt ihr eben nicht das Gute oder diesen Zufall, dass ihr da einen Stern habt. Da ist das Rotationszentrum im Schwarzen, im Universum und dann ist es deutlich schwieriger, das zu finden. Du hast, also so stelle ich es mir vor, ja weltweit, gerade in der Nähe von Großstädten, eine unglaubliche Lichtverschmutzung, nicht Luftverschmutzung, eine Lichtverschmutzung. Genau. Muss man denn zwingend immer ins Ausland fahren, um so einen Sternenhimmel hier bei uns irgendwie hinzukriegen oder gibt es hier auch Orte, wo du sagst, ja, da auf dem Brocken im Harz, da kann man doch mal... gibt es in Deutschland irgendeinen Ort, wo du sagst, da kannst du super coole Astrofotografie machen? Na, natürlich Ilmenau.
Also die Hausberge von Ilmenau, kann man gute Fotos machen, man hat wenig Lichtverschmutzung und dann gibt es diese speziellen Lichtschutzgebiete. Das heißt, Gebiete, wo in der Nacht zum Beispiel Wohnbeleuchtung aus ist, wo keine Straßenlaternen leuchten, bieten sich da extra gut an. Das wären in Deutschland die Rhön beispielsweise mit der Wasserkuppe. Das wäre für die Geschädigten vom Ruhrpott, wäre das die Eifel. Wo sie relativ schnell hinkommen. Bei Ruhrpott könnt ihr nicht fotografieren, habt ihr viel zu viel Lichtverschmutzung. Geschädigt war jetzt auch nicht, dass ihr geschädigt seid wegen Ruhrpott, sondern nur, weil ihr viel Lichtverschmutzung habt. Und das nächste wäre dann das Westhavelland in Brandenburg. Das ist so, ich fand in Deutschland, Westhavelland war so der Sternenhimmel, den ich am beeindruckendsten fand. Weil in Brandenburg ist sowieso immer gar nichts, außer vielleicht jetzt die Tesla-Fabrik bald. Und da könnt ihr wunderbar fotografieren. Das heißt, man sucht sich dann einfach, wenn wir jetzt mal im Havelland bleiben, einen irgendeinen netten Ort, wo man seine Ruhe hat, wo man vielleicht noch ein Stückchen Landschaft hat und dann kriegt man ohne weiteres so einen Sternenhimmel dann auch fotografiert. Genau, also nicht unbedingt diesen Sternenhimmel in Jordanien. Also da gibt es schon noch einen Unterschied, aber auch einen sehr guten Sternenhimmel, wo ihr diese Nebel seht, wo ihr einzelne Strukturen der Milchstraße deutlich auflösen könnt. Ja. Wenn du jetzt mal zurückblickst, du warst wo überall, also ich habe gesehen, Afrika, Namibia, du warst in Asien, in Thailand, in Vietnam, wo warst du noch in Asien? Kambodscha war ich auch noch. Mhm. In welchem Land gibt es denn den schönsten Sternenhimmel? Ich glaube, das hattest du schon mal gefragt, so ungefähr, aber Namibia und Australien fand ich bis jetzt am beeindruckendsten. Jordanien ist auch sehr beeindruckend, aber Südhalbkugel, da steht halt das Milchstraßenzentrum einfach unfassbar hoch und es fasziniert mich. Ah, was heißt das unfassbar hoch? Das heißt, da kriegst du die Milchstraße besser aufs Foto dann? Genau, ganz einfach. Es liegt einfach an der Erdrotation, an der Erdneigung, dass unglücklicherweise auf der Südhalbkugel die Milchstraße über das Jahr besser zu sehen ist und auch länger zu sehen. Das heißt, für alle Astrofotografen, zieht auf die Südhalbkugel. Bevor ich jetzt gleich mal einen Blick in deine Tasche werfen will, zeig uns doch noch mal bitte das Foto, von dem du sagst, das ist hier mein Best Shot. Das, was ich in meiner Karriere bis heute irgendwie so der tollste Shot ist, der vielleicht auch am meisten im Shop verkauft wird oder wo du das war, Preise gewonnen hast. Und das war auf jeden Fall einmal das Foto. Ja. Das hat schon gerockt, sagen wir das so. Und hat das auch Preise gewonnen? Das hat auch Preise gewonnen. Genauso gibt es so Photo Nightscape Awards oder Astronomic Photographer of the Year und sowas. Das hat das relativ gut abgeschnitten. Und was sage ich? Das hat eben einfach eine große Geschichte für mich. Eine Bedeutung hat, glaube ich, könnte jetzt sein, dass das auch einen Preis gewonnen hat. Ich weiß es nicht ganz genau. Und ja, das habe ich auch gesehen. Was ist auf das? Auf jeden Fall eine große Bedeutung. Das ist in Petra, das ist die Felsenstadt. Ich glaube, das gehört auch zu den neuen Weltwundern. Und ihr seht das, oder den Felsendom, die Schatzkammer, seht ihr während so einer Nachtzeremonie. Was ist da passiert? Vorne waren so ein paar Jordanier und die haben Musik gemacht. Und dann konnte man zuschauen, man konnte das genießen. Und ich habe den Vordergrund mit, ich glaube, ich habe eine halbe Minute belichtet und ich finde das fantastisch, wenn mich fasziniert dieses Foto so, wenn man eine halbe Minute belichtet, wenn du Menschen normal hast, halbe Minute, du würdest immer unscharfe Menschen haben, aber wenn Menschen gespannt auf eine Sache schauen, dann bewegen die sich kaum. Du kannst Menschen von hinten eine halbe Minute belichten und es ist trotzdem scharf. Das heißt, nichts mit einer Sekunde oder noch kürzer, sondern wie im Kino. Ja, fotografier mal Leute, die im Kino sitzen, halbe Minute, du bekommst sie geknackt scharf, weil halbe Minute machen die nichts. Die sitzen vor dem Film und lassen sich berieseln, was ich cool fand. Und die Milchstraße eben dann noch mit einem Star-Tracker aufgenommen, außerhalb von Jordanien, nicht von Jordanien, von Petra. Das ist sehr wichtig, weil nachts ist es illegal, länger da zu bleiben. Das heißt, wenn die Veranstaltung vorbei ist, ist es illegal, da zu sein und ich will keine Gesetze brechen.
Das ist für mich wichtig, weil man das vielleicht auch früher unbedarft gemacht hat. Und hier bin ich 200 Meter weggegangen von dieser verbotenen Zone und habe die Milchstraße mit einem Star-Tracker mit einer Sternnachführung aufgenommen. Hier kam nochmal eine Nachfrage zu den deutschen Gebieten, wo du empfiehlst, dass man da gut Sterne fotografieren kann oder die Milchstraße. Gibt es irgendwie so ein Forum oder irgendein Portal oder so, wo du sagst, hier, da sind andere, da kann man sich gut vernetzen, da kriegt man Tipps? Es gibt den Dark Sky Finder, also es gibt die Dark Sky Association. Das ist einfach so eine Organisation, die sich einsetzt, um gut Gebiete zu finden, die wenig Lichtverschmutzung haben. Und ihr findet da eine ganz gute Karte auf dieser Homepage, darkskyassociation.com wahrscheinlich. Und dann seht ihr die einzelnen Lichtschutzgebiete und die Lichtschutzklassen in Abhängigkeit davon, wo ihr seid und wo ihr hin wollt. Und so könnt ihr das sehr gut planen. Jetzt hast du uns so viel Astrofotografie gezeigt. Hast du auch noch ein Landschaftsfoto für uns? Landschaftsfoto? Ich habe gedacht, ich halte einen Vortrag über Astro. Na, dann bleiben wir bei Astro. Ich fand deine Landschaftsfotos auch alle ziemlich beeindruckend. Also das ist ganz okay, ja. Könnt ihr auf meiner Homepage sehen. Auf jeden Fall. Was habe ich hier? Dieses Foto hat mich beeinflusst. Oder beeindruckt. Erzähl mal, das sieht toll aus. Ist jetzt vielleicht nicht das Beste. Und hier hat sich eben auch viel getan. Das war 2019, das war 2017. Und was ist da passiert? Das ist Kapstadt, das ist der Tafelberg. Und unten seht ihr eben diese riesige Lichtverschmutzung. Links seht ihr die Main City von Kapstadt und ihr seht keinen Stern. Und rechts seht ihr Camps Bay und ihr seht die Milchstraße. Das finde ich halt cool. Einfach insgesamt diesen Kontrast. Was ist hier passiert oben? Ich war auf den Signal Hill und bin da oben, kamen Leute. Ich hatte Angst, dass die mein Gear klauen wollen, weil die hatten... Die sahen einfach, das war eine Gruppe und nachts kommt da eigentlich keiner hoch. Das waren 5 Mann. Und ich habe meine Kopflampe ausgeschalten und bin weitergelaufen mit Kopflampe aus und bin dann runtergefallen. Und ich glaube, ich bin 3-4 Meter runtergefallen und konnte mich dann festhalten, direkt auf den Felsen und konnte mich festhalten, weil es dann ungefähr 100 Meter runtergegangen wäre. Das heißt, das war knapp. Ich lag dann hier genau auf diesem Vorsprunggrat und konnte auch nicht mehr aufstehen. Das heißt, ich hatte, ich glaube, einen doppelten Meniskusriss, ich hatte Wirbelsäulenprellung, ich hatte noch ein paar andere böse Sachen. Und ich hatte einen Kollegen dabei, der war auch ein bisschen verzweifelt, ob er jetzt den Hubschrauber rufen soll. Und was hat die Fotografie mit mir gemacht? Ich habe einfach mein Stativ ausgepackt und habe Fotos gemacht, währenddessen ich eigentlich in Panik gewesen wäre und hätte überlegen müssen, was soll ich machen. Aber um runterzukommen, habe ich Fotos gemacht und habe dieses Panorama erstellt. Und ich glaube, das Panorama besteht aus 210 Einzelfotos. Das heißt, das sind 210 Fotos zusammengestitcht oder zusammengestitcht und überblendet. Das sind manuelle Belichtungsreihen, dass man eben die Stadt sieht und den Sternenhimmel zusammen. Und das sind extrem viele Fotos und das hat 45 Minuten gedauert und nach den 45 Minuten war ich wieder so runtergekommen, dass ich dann mit Hilfe von vielen Freunden den Abstieg schaffen konnte. Wie lange sitzt du denn dann an der Bearbeitung von dem Foto? Eine Woche oder was? Das war lange, weil da kannte ich jetzt nicht unbedingt alles, wie das funktioniert. Das musste ich mir selbst beibringen. Hat bestimmt 2-3 Tage gedauert. Aber während der Vorlesung oder so, wo man dann noch Vorlesungen besucht hat, hat man da nichts zu tun. Das heißt, da kann man das auch nebenbei machen. Ja, Wahnsinn. Mach mal, gib mir mehr. Gib mir mehr. Was gibt es noch? Hier ein Nordlichtfoto. Ja, das ist so ein Standardmotiv, das sehe ich sehr oft, aber immer nur am Tage. Genau, es ist relativ selten, dass da Nordlichter sind. Das war meine erste Fototour vor Corona-Zeiten noch, zufälligerweise. Und es war eine tolle Truppe, tolle Tour und wir hatten das Glück, Nordlichter zu sehen. Und der Hammer, das kann man nicht mehr sagen. Einfach ein geniales Erlebnis, diese Sachen, diese Nordlichter einmal mit bloßen Augen selbst zu sehen. Das ist einfach, da fühlt man sich unfassbar klein und es bewegt sich was im Himmel und ihr hört keinen Ton. Das heißt, das ist dieses Komische. Man denkt immer, das faucht dann oder irgendwas passiert, aber es ist so eine Dynamik da drin und es ist still. Das finde ich genial. Ja. Gib uns mal, ich möchte mal in deine Fototasche reingucken. Das finde ich mal unglaublich interessant. Magst du uns da mal mit reinholen? Das kann ich gern machen, auf jeden Fall. Das ist meine Fototasche.
Was ist das rechts für ein Rucksack? Fangen wir mal damit an. Das ist so ein Lowe Pro Rucksack, Fotorucksack, der unten ein Fotofach hat und oben eben noch ein Fach hat, wo man andere Sachen reinpacken kann. Das ist für mich sehr wichtig, weil ich eben, wenn ich mal 2-3 Tage nicht in den Hostel bin, Zelt dabei habe, Schlafsack und sowas, das noch reintun kann. Und auch Essen und sowas. Ich finde, wenn man nachts unterwegs ist, Essen, Trinken sehr wichtig. Ja. Und deshalb feiere ich diese Rucksäcke nicht, wo nur Fotogear reinpasst und keine andere. Das ist also so eine Kombination aus Fotorucksack und mit einem Backpack. Ja. Was sehen wir noch? Wir fangen mal mit deinen Linsen an. Was hast du rechts oben für ein Objektiv? Was ist das? Das rechts oben ist eben dieses Sigma 14mm 1.8. Wirklich meine, was soll ich sagen? Ich kann das schon, eine meiner Lieblingslinsen für Astrofotografie, weil eben sehr, sehr weitwinklig und sehr lichtstark. Lichtstark. Und du nochmal, weil es immer noch mal wieder Nachfragen gibt, oft eine Blende fotografierst du einfach, um die Belichtungszeit möglichst kurz zu halten. Über welche ISO-Zahlen reden wir denn da, wenn du so ein Foto machst? Mit der offenen Blende. Das hängt natürlich ab, ob man eine Sternnachführung verwendet oder nicht. Also ohne Sternnachführung befinde ich mich im Bereich von ISO 3200 bis 6400. Ist abhängig davon, wie gerade die Lichtbedingungen sind, wie die Lichtverschmutzung ist. Und mit Sternnachführung bin ich in so einem Bereich von ISO 400 bis ISO 1600. Wenn du jetzt sagst, ISO 6400, da gehen natürlich bei einigen Kollegen die Lampen an und sagen, was, wie kann man denn da noch ein brauchbares Bild herstellen? Mit welcher Kamera bist du dann unterwegs? Die sehen wir dann links. Die Sony A7 III links oben. Ja. Kann man brauchbare Bilder mit ISO 6400 herstellen, definitiv. Dann die A7S unten, das ist meine Zweitkamera, die ist gerade Astro-modifiziert. Was heißt das? Habe ich selbst Astro-modifiziert, ich habe den Infrarotfilter rausgebaut. Das Was heißt, die wird sensitiv für H-Alpha, für die Wasserstofflinie und da... sagen wir, viele Nebel, alles, was im Universum abgeht, ist halt Infrarot und wasserstoffbasiert. Und das wird normalerweise geblockt von der Kamera. Und wenn man das öffnet, dann sehen wir eben mehr Nebel, mehr galaktische Sachen. So kann man das sagen. Aber man könnte es jetzt auch ohne diese Modifizierung machen. Genau, man kann es verstärken. Aber so eine Modifizierung bringt auf jeden Fall was. Aber alle Fotos, die ihr gesehen habt, komplett jedes, ist ohne Astromodifizierung entstanden. Okay. Was sehen wir da für eine Linse links oben in dem Viererblock? Was ist das? Das ist das 16-35er von G-Master, das Sony. Ja. Und mit 2.8er Blende. Und das ist meine absolute Lieblingslandschaftslinse und auch meine Lieblingslinse, wenn ich mit Star Tracker fotografiere. Wenn man mit Sternnachführung fotografiert, muss man ja nicht ganz offenblendig fotografieren. Dann reicht auch 2.8, weil man ja sowieso längere Belichtungszeiten machen kann, weil eben weil man keine unscharfen Sterne hat. Für die Leute, die jetzt sich gerade sozusagen am Anfang befinden und sich gerade anfangen, Equipment zu kaufen und nicht so richtig wissen, worauf sie achten sollen, mal als kleiner Tipp, ich denke, du wirst mir da recht geben, alles, wo G-Master draufsteht, da macht ihr nichts falsch. Das ist das obere Glied der Kette, die sind besonders korrigiert, das ist eine unglaubliche Abbildungsqualität. Da kannst du, mit diesen Objektiven machst du nichts falsch. Definitiv. Hütet euch vielleicht davor, diese Newcomer-Linsen zu kaufen, irgendwas 15mm, 2.0 oder irgendwas, was billig aussieht, aber wenn ihr das habt, seid ihr oft nicht zufrieden. Das heißt, ihr bezahlt auch Geld für Qualitätssicherung bei Sony, bei Sigma, bei vielen Firmen und ihr bekommt eine Linse, die wirklich Qualitätsstandards genügt. Wenn ihr Wallimax kauft, wenn ihr Rokinon kauft, wenn ihr andere Firmen, die ich jetzt nicht unbedingt nennen will, kauft, dann bezahlt ihr wenig Geld, aber ihr bekommt auch eine sehr, gestreute Linse. Das heißt, die Qualität streut extrem und deshalb gebt ein bisschen mehr Geld aus und kauft euch eine vernünftige Linse. Wer billig kauft, kauft zweimal. Das habe ich auch in meiner Fotografenkarriere schmerzlich feststellen müssen, weil ich auch immer dachte, ach, der China-Kram, der geht schon noch.
Sag mal, wir müssen so langsam zum Ende kommen, deswegen lass uns mal so noch ein bisschen über das Bild drüber laufen. Genau, oben das Stativ, was als ganz oben liegt, was ist das für eins? Genau, das ist ein stabiles Alu-Stativ für meine Sternnachführung. Die irgendeine besondere Marke oder so? Weiß ich, nö. Glaube ich. Das ist sehr gut. Das da unten drunter? Das ist ein Manfrotto Carbon-Stativ. Und warum brauchst du zwei Stative? Das ist eben, ich habe ja auch zwei Kameras. Das heißt, eine Kamera läuft immer mit und macht einen Zeitraffer, wie ihr das bei meinem Einleitungsvideo gesehen habt. Und die andere Kamera, mit der fotografiere ich. Beispielsweise. Cool. Das heißt, immer doppelt gemacht und großes Stativ für Sternnachführung, kleines Stativ, um jetzt unterwegs zu sein, auf den Spot eben. Die Sternnachführung seht ihr hier unten. Das ist Vorlags- das Ding Mount. Unten, ja. Genau, die ist groß und sehr genau. Es gibt viele kleine, die auch preisgünstiger sind. Die reichen vollkommen aus für euren Anwendungsbereich, denke ich mir. Wenn ihr das Optimum haben wollt, dann ist das Optimum auf jeden Fall für die Kamera. Aber schwer, klobig und sehr genau. Es gibt andere Lösungen. Ja. Die Stativköpfe da oben, sind das irgendwie besondere? Die habe ich einfach so gefunden. Also ich habe 10 Stativköpfe und ich nehme dann einfach welche mit, die mir gerade einfach ein bisschen in die Tasche fallen. Was dich sehr sympathisch macht, dass du nicht sagst, es muss unbedingt der sein und nur mit dem kann man gute Aufnahmen machen. Ich glaube, wenn man genug Erfahrung hat, da kannst du... Natürlich hast du eben schon gesagt, man sollte natürlich gutes Equipment haben. Meine Erfahrung ist aber, das beste Equipment ist das, was du dabei hast. Und irgendwie lässt sich es auch immer irgendwie fummeln. Dann hast du da unten noch eine Drohne, du machst auch Luftbildaufnahmen, das haben wir auch gesehen. Was, genau. Was sehe ich noch? Ein Fernauslöser, warum benutzt du den? Fernauslöser einmal für Zeitrafferaufnahmen, ja. Sehr wichtig. Und eben auch für Astrofotografie generell, weil ihr nicht ganz so viel wackelt und ihr könnt 3, 4, 10 Minuten mit diesem Fernauslöser belichten pro Aufnahme und drückt auf den Knopf, wartet 10 Minuten, ihr bekommt das angezeigt, 10 Minuten, drückt doch mal auf den Knopf und dann habt ihr 10 Minuten im Waldmodus fotografiert. Mhm. Deshalb benutze ich das sehr gerne für den Star Tracker. Sehr gut. Stefan, was würdest du sagen, gibt es einen Tipp für die 168 Leute, die jetzt hier gerade noch zuschauen, gibt es einen Tipp, wo du sagst, das muss ich unbedingt mal loswerden? Also das wollte ich immer schon mal sagen und das ist mein Tipp an die Leute da draußen. Ja, natürlich, macht das, was euch Spaß macht, macht das, was euch fasziniert und macht nicht das, was alle machen. So ein bisschen lebt euer Leben und testet aus, probiert und genießt alles. Also ihr habt in Deutschland unfassbar krasse Möglichkeiten, euch selbst zu verwirklichen, das zu machen, was ihr liebt, was ihr wollt. Und für mich ist das Allerwichtigste. Geht euren Weg und macht alles. Schön. Wo geht's für dich als nächstes hin? Also was ist an Projekten geplant? Ich wollte jetzt am Samstag nach Frankreich zu den Lavendelfeldern. Von Samstag bis Mittwoch mit 2 anderen Astrofotografen, auch sehr nette Menschen. Und wo ist das, Südfrankreich? Oder? Genau, Südfrankreich ist das. Okay. In der Nähe von Marseille. Ja. Und für dieses Jahr gibt es noch größere Ziele, weitere Ziele? Also schon so, Neuseeland ist in Planung. Ich musste viel wechseln, ich musste viel canceln. Neuseeland, Madeira ist in Planung und vielleicht auch nochmal, wenn es möglich ist, Australien. Ja. Was mich immer interessiert, weil da unterhalte ich mich wirklich mit anderen Fotografen, das ist aber jetzt auch wirklich die letzte Frage. Gibt es eine Funktion, wo du sagst, bei der nächsten Version der A7 3, 4, 5, 6 oder sowas, es ist eine Funktion, die vermisse ich in der Kamera, die würde ich mir wünschen bei der nächsten Versionsnummer? Das ist eine gute Frage. Ich finde die Kamera nahezu perfekt. Ich finde vielleicht diese Funktion, dass es gibt, wenn man an Kameras selbst rumbastelt, nie selbst an Kameras rumbastelt, aber wenn man das macht, dann kommt eben diese Systemfehlereinstellung oder Kamerafehlereinstellung, Akku wechseln, dann kann man nichts machen. Es müsste so einen Debug-Knopf geben, dass man Fehlermeldungen ignorieren kann und die Kamera trotzdem noch funktioniert. Okay. Das finde ich interessant.
Können wir mal mitnehmen. Und wie bist du eigentlich auf Sony gekommen damals? Wegen des Gewichtes oder gab es da noch andere Gründe? Es war auf jeden Fall Liebe auf den ersten Blick. Ich habe die A7S gesehen, habe gemerkt, wow, da will ich drauf sparen. Habe gesehen, okay, Sony geht andere Schritte, die machen Vollformat und machen eben nur 12 Megapixel. Mhm. Und die anderen sagen immer, oh, Resolution matters. Wir wollen super Auflösung, 50 Megapixel, gib uns 50, 60 Megapixel. Und die Sony hat gesagt, nee, wir bauen auch was mit 12 Megapixel und Vollformat. Und dann geht das Herz als Physiker für mich auf. Und dann war ich froh und habe gesagt, was eine Kamera, das muss der Kracher sein. Und die war auch der Kracher. Ja. Absoluter Hammer. Das ist auch interessant, weil auch bei mir in der Reportagefotografie brauche ich keine riesige Auflösung. Also je kleiner, desto besser. Ich liefere meine Fotos beispielsweise oft direkt aus der Kamera aus, ohne Bearbeitung. Und da haben die nur 6 Megapixel. Also ich jage die quasi über mein Handy als Modem, jage ich die raus mit 6 Megapixeln. Mich würde das echt freuen, wenn Sony da noch mal eine Kamera mit so einer 12-Megapixel-Option rausbringt. Oder eben eine Kamera, wo ich mir aussuchen kann, wie viel Megapixel ich... Ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich schicke ganz liebe Grüße nach Ilmenau, ins wunderschöne Thüringen. Und ich werde dich weiter beobachten. Hast du einen Insta-Channel, den wir alle folgen? Stefan Liebermann Foto nennt sich das. Sehr gut. Also mein Vorname, Nachname und Foto einfach dran. Auch auf Facebook und auch Homepage das Gleiche. Also folgt dem lieben Stefan. Ich bedanke euch fürs Zuschauen. Mensch, sind fast alle bis zum Schluss geblieben. Scheint es nicht so schlecht gewesen zu sein. Ich freue mich auf nächste Woche. Da gibt es einen unglaublichen Fotografen, du müsst ihr mal reingucken, das ist der Hasan. Der macht Formel-1-Fotografie, wird auch unglaublich spannend. Also schaltet wieder ein, registriert euch. Ich bin sehr gespannt auf die Fotografie mit dem Hasan in der nächsten Woche. Stefan, alles Gute. Bis bald, ihr da draußen. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.